easy go. Und somit einen wunderschönen guten Abend zurück zu GTA Online. Heute wieder ein neues Tuning-Video. Heute gibt es um den Albany STVR. Finden könnt ihr ihn bei Legendary Motorsports für stolze 1,285 Millionen. Heute neu zu GTA Online gekommen. So, ich will auch nicht lange schnacken. Für mich. Woran der Wagen mich erinnert oder was ich feststellen kann an Autos, die da verbaut wurden, machen wir nach dem Tuning. So, also wie gesagt, schnell in die Garage fahren, Werkstattebene. So, also Panzerung erstmal weg. Bremsen natürlich, Rennbremsen, Frontstoßstange, da haben wir die Tuning-Splitter, Carbon-Tuning-Splitter, Straßensplitter, Carbon-Straßensplitter, Tuning-Splitter, Tuning-Carbon-Splitter. Bin natürlich den Tuning-Splitter, weil der sieht für mich einfach besser aus. EMS-Verbesserung Nummer 4, Auspuff, Ovalauspuff, ovaler Carbon-Auspuff, doppelter Endrohre, Aluminium mit Doppelendrohr, Titan mit Doppelendrohr, Carbon mit Doppelendrohr, großes Endrohr, großes Aluminium, großes Titanendrohr, großes Carbonendrohr, großer Doppelauspuff, seitlicher Heckauspuff, Heckauspuff sekundär, seitlicher Carbon-Heckauspuff und ein Seitenauspuff, aber der passt da überhaupt nicht hin, da nehme ich dann doch eher den anderen. Seitenauspuff mit sekundär. Seitenauspuff Carbon. Ich würde mich dann doch eher für den hier entscheiden. Sekundär, ja. Kühlergrill, da haben wir den Kühlergrill ohne Emblem und einmal mit Emblem. Ich nehme den ohne. Also Carbon und serienmäßig. Glatt, Carbon und glatt mit Einlass, Carbon mit Einlass, mit Lufthutze. Carbon mit Lufthutze, Hochleistung. Carbon und Hochleistung. Albany. Carbon und Albany. Albany mit Einlass. Carbon und Albany mit Einlass. Und wir nehmen den, ich würde sagen, Albany mit Einlass. Sieht stylisch aus. Motorhauben, Verschlüsse. Klassischer Oberverschluss und Haubenverschluss. Moderner. Ich würde sagen, wir nehmen den klassischen Hupe. Natürlich LKW-Hupe. Lichter, dann nehmen wir dann ein gediegenes, ich würde sagen wir nehmen roten, ja, Neon Kids, Neon Anordnung, machen wir auch ein gediegenes Rot, Design, dann haben wir einmal schwarze Streifen, weiße Streifen, zweifarbig, okay. Rote Linie Nummer 5, das sieht man leider kaum, weil der Wagen schon rot ist. Blaue Linierung Nummer 5. Geo. Ah, nice, sieht auch gut aus. Atomic Drifter. Verschobene Tarnung. Albany Racer. Jetsim GT. Ja, jetzt ist es wirklich schwer für mich. Also das fällt schon mal weg, die verschobene Tarnung. Atomic Drifter fällt auch weg. Das Geo würde ich halt gerne nehmen oder das, ich nehme das Jetsim, glaube ich, das passt schon. Schutz für Diebstahl und Verlust haben wir schon. Spiegel. Spiegel primär, Carbon-Spiegel, Tuning-Spiegel, Tuning-Spiegel Sekundärfarbe und Carbon-Tuning-Spiegel. Ich nehme die Carbon. Nummernschild, gelb auf schwarz. Primärfarbe, dann nehmen wir ein mattes Rot, würde ich sagen. Aber ein Dunkelrot, ja. Das lassen wir in Chrom. Ausstattungsfarbe. Dann nehmen wir auch ein gediegenes Rot, würde ich sagen. Das passt zum Außen. Wo ist denn jetzt das Rot? Mann. Weinrot, ja. Perfekt. Cool Emblem brauche ich nicht. Dach.
Dachsekundär und Carbondach. Wir nehmen Sekundär. Verkaufen könnt ihr den für den Preis. Seitenverkleidung, Straßenseitenverkleidung, Carbon-Straßenseitenverkleidung, Rennseitenverkleidung und eine Carbon-Rennseitenverkleidung. Wir nehmen die normale. Spoiler, da haben wir den Carbon. Seelen-Spoiler, niedriger Spoiler, Entenschwanz-Spoiler, Entenschwanz-Spoiler, Sekundär, Carbon, Entenschwanz-Spoiler, GT-Spoiler, Dragster-Spoiler, Agenitet Entenschwanz-Spoiler. Achso, mehr gibt es da nicht. Okay, dann nehmen wir den. Ich würde sagen, den angenieteten Entenschwanz-Spoiler nehmen wir. Ja. Federung, natürlich Sportfederung. Getriebe, Renngetriebe, Turbo, natürlich auch rein. Turbulatoren. Ach, da oben auf dem Dach ändert sich das, okay. So sieht man es, glaube ich, besser. Turbulator, Turbulator Sekundär und Turbulator Carbon. Wir nehmen die Carbon natürlich. Reifen, da würde ich sogar fast die Originalreifen lassen, aber das Einzige, was wir halt machen, ist Reifenverbesserung und roter Reifenqualm. Ja, so. Natürlich Limousine bei den Fensterscheiben und Arena verlassen. Bin ich nochmal kurz ruhig und wir drehen kurz eine Runde um Block und dann erzähle ich euch, woran mich der Wagen erinnert. Das war jetzt eigentlich so nicht geplant, weil ich eigentlich in der Sonne stehen wollte, also im Licht. Na, ist egal, dann zeige ich euch den so kurz mit der Taschenlampe. Wenn ich die ausgerüstet habe, ist das ja, habe ich. So, also. Gehen wir kurz in Ego. Und während wir uns dieses Baby ganz in Ruhe angucken. Also von hinten, fangen wir mal hinten an. Von hinten erinnert er mich eindeutig an eine Bentley Continental. Von den Seiten halt wie eine Limousine. Von vorne halt eindeutig Mercedes. Und die Mitte von der Bentley. Also die Lichter sind von Mercedes, meiner Meinung nach. Und der, die Front da, die erinnert mich, also da Motorhaube und Lichter und so. Also Motorhaube, dann weg von den Lichtern. Das direkt in der Mitte, wo ich gerade drauf leuchte. Das erinnert mich doch dann ganz hart an einen Bentley Continental. Also die haben hier Mercedes und Bentley zusammengemixt auf jeden Fall. Ja, so, jetzt machen wir mal. Fahrzeugtüren alle. Machen wir mal an. Dann schauen wir uns kurz das Innere an. Ja, es ist halt das genauso wie aus dem Emerus und auch aus dem anderen Sportwagen. Leider. Hinten ist halt Kofferraum, wie man es gewohnt ist. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da und denkt an das Gewinnspiel, was jetzt am Samstag aufgelost wird mit dem Unlock All. Er hat da jetzt eine konstante 3er KD und 100 12 oder 111 Millionen oben. Denkt dran, wer den haben will,
Like mein letztes, like das Video, teilt das Video, lasst wie gesagt, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss, tschüss.